Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und heute geht es um eine Eigenschaft, die, wie ich finde, besonders liebenswert macht. Eine Eigenschaft, die völlig in Misskredit geraten ist, über die eigentlich gar keiner mehr spricht. Und ich muss gestehen, dass es auch mal Zeiten bei mir gab, wo ich sagte, diese Eigenschaft passt nicht zu meinem Naturell. Und ich bin ziemlich sicher, dass Sie auch erst einmal stolpern werden, wenn Sie hören, dass es sich um die Demut handelt. Und zwar meine ich nicht diese schicksalshafte Ergebenheit in etwas, was ich sowieso nicht abändern kann, sondern die Demut, die ich selbst entscheide. Und zwar bin ich der Meinung, das ist so ein bisschen die kleine Schwester vom großen Stolz, die da etwas ausbalancieren kann. Natürlich darf ich stolz sein auf meine Erfolge und auf meinen Fußballverein oder auf meine Stadt, ganz egal. Aber ich glaube, die Demut hilft mir, dass ich das auch wunderbar handeln kann, dass auch der andere auf seinen Erfolg stolz sein kann, auch auf seine Stadt, auf seinen Fußballverein und dass da nicht mehr Konkurrenzdenken ist oder dass ich da nicht immer der Erste sein muss oder so und dass ich mich auch mit dem anderen mitfreuen kann. Da ist so viel Raum drin. Einmal aus der Sicht des anderen, glaube ich, macht Demut wirklich liebenswerter. Man ist weicher, aber auch aus meiner Sicht, denke ich, lebt man völlig entspannt mit der Demut und man ist nicht mehr so unter Stress. Also Demut ist in meinen Augen eine ganz zauberhafte Eigenschaft und vielleicht mögen Sie damit ja auch mal jonglieren und gucken, was das mit Ihnen macht. Ich glaube, dieses Wort läuft einem kaum noch über den Weg. Also es ist aus der Mode gekommen, dieses Wort. Und ich wollte mal die Fahne hissen dafür, dass das eine ganz wunderbare Eigenschaft in uns ist. Ich würde sie auch anders als Bescheidenheit werten. Also Demut ist für mich etwas anderes. Aber damit mal zu spielen, damit mal wieder zu gucken, wie kann das mein Leben bereichern? Und das würde mich natürlich sehr interessieren, wenn Sie da eventuell mal Ihre Überlegungen in die Kommentare schreiben. Daraus ergeben sich immer so schöne Diskussionen oder jedenfalls oftmals. Und vielleicht haben Sie es auch schon gesehen, meine Filme gibt es immer neu, dienstags und samstags. Vielleicht mögen Sie dann ja mal wieder vorbeischlendern oder es abonnieren, dann haben Sie es sowieso, bekommen Sie immer eine Nachricht. Und es ist ganz wunderbar, dass es Sie da draußen gibt und ich bin gespannt, was Sie mit dieser Eigenschaft machen. Alles Liebe Ihnen, tschüss!